vom Fußball. Wir haben schon wieder Live-Musik dabei und das Interview mit einer der Veranstalterinnen, mit der Frau Daser. Aber jetzt, Kai, würde ich sagen, wir haben uns doch vorhin die Hand drauf gegeben und wir haben in dem Beitrag, den wir im April gesendet haben, uns ein paar Zumba-Schritte angeschaut. Und ich würde sagen, sollen wir das jetzt wirklich machen? Die versuchen wir jetzt mal. Also du hast dir das besser angeguckt. Ich habe mir das angeschaut. Dann zeig mir doch mal, was ich machen muss. Gut, viel Armbewegung. Und Hüftbewegung dazu. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und dann? Wir machen noch einen anderen Schritt. Wir gehen zur Seite. Zur Seite, ja. Und? Bist du noch da? Und drehen. Und weiter. Oh, okay. Und einen können wir noch.
They put chains on their hands, whips on their backs. They said, oh God, oh God, what kind of man is this? Oh God, oh God, what kind of man is this? Oh God, oh God, what kind of man is this? Man hat es gesehen, sogar zum Start um 17.30 Uhr schien die Sonne und irgendwann gab es ein kleines Gewitterchen, aber ging auch relativ schnell vorbei und seitdem ist es trocken, sogar teilweise auch sonnig gewesen. Also was das Wetter angeht, sind wir sehr begeistert und dadurch sind auch die Gäste gekommen. Es ist rappenvoll und wir haben alles Spaß, also wir sind wirklich... Und weitere Pannen gab es auch nicht, nichts irgendwie kaputt gegangen. Es gibt gegangen. Immer Kleinigkeiten, also die Leute, wenn die ein bisschen getrunken haben, dann gibt es immer kleine Randalei und kleine Schlägereien, aber die sind sehr minimal gewesen und die Polizei oder die Sicherheitspersonal hat sofort angegriffen und das ist alles glimpflich gelaufen und das ist super. Okay. Wie verlief denn das Unifest für Sie? Also hatten Sie überhaupt Zeit, die Atmosphäre zu genießen oder war es einfach eine Stressruhe heute? Ein bisschen stressig. Der Aufbau als solcher war ein bisschen stressig, weil dadurch, dass es geregnet hat, hat sich das Ganze ein bisschen verzögert und das bedeutet, dass man ein bisschen Stress danach hat. Aber seitdem das Ganze losgegangen ist, war es eigentlich sehr gut. Ich nehme mir immer die Zeit, also ich habe einen Plan, wo soll ich wann hingehen und versuche wirklich an jeder Bühne einmal durchzugucken, einige Bands wenigstens für zwei Lieder nochmal wahrzunehmen, bevor ich zu den nächsten Bund gehe, weil es ist sehr schwierig, es passiert so viel auf einmal, dass es sehr schwierig ist für mich alles zu sehen. Aber ich genieße es trotzdem, weil es ein Erfolg ist und für mich ist es einfach, ja, sehr schön. Okay, wann fing Ihr Tag heute Morgen an? Wann waren Sie hier? Gut vor 8. Und wie sah dann der weitere Tag aus? Also was haben Sie gemacht, so die Punkte, die Sie morgens angefangen haben? Im Prinzip am Anfang bin ich Ansprechpartnerin für den Aufbau. Das bedeutet, dass egal ob die Leute von Asta oder von Boskop für die Körper- und Westbühne oder hier unten, die rufen mich an, meistens auf dem Handy, dann muss ich irgendwo hingehen und gucken, okay, eine Platte ist kaputt oder irgendwo fehlt noch Strom oder ein Stromkasten muss aufgeschlossen werden oder bei den Aufbau muss geguckt werden, passt das rechts, links, sodass wir uns immer an ein Sicherheitskonzept, was wir bei der Stadt genehmigt bekommen haben, uns dran halten müssen und da achten wir darauf, dass alles so aufgebaut wird, wie wir das auch beantragt haben. Das ist erstmal meine erste Aufgabe vormittags. Okay, und wie sieht es jetzt am Abend aus? Ist jetzt mehr Zeit? Können Sie das Feuerwerk sich angucken?
Ja, das Feuerwerk gucke ich mir immer komplett die 15 Minuten durch jedes Jahr. Das ist für mich so der Höhepunkt, weil das heißt für mich, es ist ein Erfolg gewesen. Und ich mache das schon seit 7 Jahren. Und seitdem ist Feuerwerk dann auch mit den ganzen Helfern, die mich direkt unterstützen, treffen wir uns an einem Punkt und von da aus haben wir einen guten Blick und das ist wirklich Genuss. Also manchmal kommt auch ein kleines Tränchen raus. Und ist nach dem Feuerwerk dann noch Feierabend für Sie oder geht es dann noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Danach muss ich gucken, dass dass wir einige Sachen abbauen, schon anfangen abzubauen. Sachen, die wir lagern müssen, wie zum Beispiel diese ganzen Schilder, die Banner von den Sponsoren und einiges an Material, was rumhängt, müssen wir alle sammeln. Und dann gibt es schon die ersten Gespräche, was ist gelaufen, wie ist es gelaufen mit bestimmten Ansprechpartnern. Und irgendwann geht es dann richtig los mit dem Abbau. Und dann müssen wir auch noch die Sicherheitsfragen klären mit der Polizei, mit Rettungssanitäter, mit der Feuerwehr, ob irgendwo noch halt was zu tun ist. Und irgendwann so um 3 Uhr übergebe ich sozusagen an unsere Infrastruktur, die das komplett abbaut. Da kann man sagen, okay, die meisten Leute sind schon weg und das ist alles in gute Hände, in unsere Sicherheitspersonal, die Polizei und die Infrastruktur schafft das allein und da ist dann Feierabend. Es kann manchmal 3 Uhr, es kann auch 4 Uhr sein, aber das weiß ich vorher nicht unbedingt im Voraus. Und der morgige Tag, da haben Sie dann aber frei, oder? Ja, morgen ist Feiertag. Und da weiß ich auch, dass der ganze Abbau und die Reinigung wirklich super läuft. Wir haben eine super Abteilung hier in der Senat 5, die wirklich das Ganze sehr, sehr gut macht. Und da sind wir sehr stolz drauf. Also dass wir wirklich, also ich speziell auch in Ruhe morgen ausschlafen kann und in Ruhe frühstücken kann. Dann setze ich mich irgendwann am Computer, gucke ich, wie sind die Nachrichten, wie sind die Live-Übertragungen, dann gucke ich in YouTube. Was für Filme die Leute da hingesetzt haben, gucke ich in Facebook, gucke ich die Kommentare. Aber das kann ich so in aller Ruhe machen. Ne? Das ist sehr schön. Und wie sieht es mit nächstem Jahr aus? Sind Sie da auch wieder Organisatorin vom Sommerfest? Ich vermute schon, ja. Okay. Also ich denke, solange es gut funktioniert und ich keinen Fehler mache, dann glaube ich, das Rektorat ist sehr glücklich mit unserer Abteilung Universal, mit der Statusagentur der RUG, dass wir das machen. Und ich habe jetzt mittlerweile 7 Jahre Erfahrung und das ist eigentlich der Grund, warum ich das weitermache. Und für mich ist wirklich Spaß dabei. Also es ist nicht so, dass es nur Stress und Arbeit, sondern es ist wirklich auch Spaß dabei. Okay. Ja, wie viele Becher Kaffee haben Sie heute gebraucht für den Tag oder trinken Sie keinen Kaffee? Nein, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke Tee, aber ich habe heute keinen Tee getrunken. Also ich habe, glaube ich, gleich 3 Becher Cola getrunken. Ja. Das ist das Einzige. An dem Tag habe ich keine Zeit und keinen Hunger. Also ich brauche nichts zum Essen. Also es ist ein Tag, wo ich schon in Spannung bin, dass ich eigentlich keinen Hunger habe. Wenig los. Sie haben noch nicht mal was gegessen heute. Nein. Bei den Städten. Ich habe 4 kleine Brötchen gegessen heute. 4 kleine Brötchen, okay. Ja, was hast du denn gegessen, Britta? Ja, noch nichts, aber ich hoffe, das Essen kommt gleich noch. Wir sagen erstmal vielen, vielen Dank, Frau Dasa, ja, vor allem auch für dieses tolle Sommerfest. Ja. Und ich würde sagen, wir schalten nochmal zurück zu dem Club de Beluga und schauen, was die so machen. Und hoffen, dass danach uns das Essen kommt, was wir bestellt haben. Thank you.
kann man auch sagen, das hat ja bis aufs Wetter ganz gut geklappt. Was die Studenten sagen zu dem Unifest, das haben wir mal nachgefragt. Unsere Reporter haben ein paar Studenten abgefahren und einfach mal gefragt, wie findet ihr oder wie fandet ihr das Sommerfest 2012? Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Uns macht das Sommerfest dieses Jahr ziemlich viel Spaß. Wie es bei den anderen ausschaut, da haben wir mal nachgefragt. Wie war es bis jetzt für dich hier? War ganz lustig. Ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, die ich kenne, aber ja, schon was gewonnen und so. Was hat dir heute am besten gefallen? Oh, gute Frage. Also, ich habe noch nicht alles gesehen. Es sind viele interessante Stände dabei. Und also, ich habe nur gesehen, dass viele von den Studenten auch vieles selber machen. Das ist dann immer schön zu sehen gegenüber den kommerziellen Ständen, dass man auch sowas mal selber machen kann. Vor allem so Kebab oder viele, viele Essensstände vor allem, finde ich von den Studenten sehr interessant. Also ich bin sehr enttäuscht vom Fest an sich, ganz ehrlich. Also ich kann die Frage nicht beantworten. Am besten hat mir gefallen, hier bei dem schönen Wetter mit meinen Freunden zusammenzukommen, ein bisschen die nette Live-Musik zu genießen. Also mir hat die Musik echt am besten gefallen, es waren echt gute Bands mit dabei. Ja, das Feuerwerk kommt ja noch. Ja, die vielen Stände mit den vielen Angeboten, Essen und Getränke sind ziemlich gut. Was fandest du heute am besten? Dass ich beim Unirun ins Ziel gekommen bin, das ist schon ganz toll. Hallo, willkommen zurück. Gerade haben wir wieder Club de Belugas gesehen. Jetzt haben wir endlich unser Essen hier auf dem Tisch. Genau. Und das hat den Mike uns gerade gemacht. Mike, ja. Vielen Dank, was hast du uns mitgebracht? Ja, also einmal habe ich hier was vom Asia Food. Einmal hier eine leckere Pommes. Die ist auch nicht so scharf wie meine heute Mittag. Und natürlich den Crepe für die Süßen unter uns. Das ist ja auch noch ein kleiner Nachtisch. Ich war ja den ganzen Tag unterwegs und nicht so wie ihr abends hier im Studio. Da dachte ich, bringe ich euch mal ein kleines Leckerchen für das. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an zu probieren. Ich fange mit der Currywurst an. Ich fange mit den süßen Sachen an. Ja, die Frauen, ne? Immer mal was Süßes zu haben. Verdient, die ne? Currywurst ist auf jeden Fall schon mal super, hat alles, was eine Currywurst braucht. Wurst, Ketchup, Pulver, alles ja. Dabei. Und nicht zu vergessen die leckere Mayo. Genau. Auf den Pommes. Da muss ich da auch nochmal zugreifen. Ja, welche Sorten gab es jetzt an Crepe, Michael? Du warst ja da, du hast dich informiert. So, also insgesamt gab es, glaube ich, drei verschiedene Crepe-Stände hier. Und natürlich gab es die Klassiker von Nutella, Kinderriegel, über Zimt und Zucker. Alles. Es war eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt, könnte man sagen. Ja. Und wie schmeckt deiner? Ich habe jetzt den Klassiker gebracht. Die also Zimt- und Zucker-Variante, richtig lecker auf jeden Fall. Ich bin auch dankbar, endlich was zu essen zu haben. Und auch. Ich muss sagen, die Pommes sind auch super. Ja. Und ich angel mir jetzt mal hier so ein bisschen Gemüse ja, raus. Ja, natürlich. Greift zu. Es ist nur für euch. Ihr habt es euch verdient. Hat es euch denn hier Spaß gemacht auch im Studio? War der Tag schön? Ihr hattet ja, glaube ich, viele interessante Gäste. Ja, viele interessante Gäste. Ich war vom Rektor total begeistert, den mal persönlich kennenzulernen, weil das ist ja einfach irgendwie immer nur so eine Gestalt. Wir wissen, dass wir einen Rektor haben, aber den jetzt mal persönlich kennenzulernen, das war schon so mein Highlight. Sympathisch. Ja, sehr sympathisch. Ja, und wie schmeckt das? Essen ist super. Ja, das freut mich doch, dass ich euch damit einen Gefallen tun konnte. Ja, ich bin auch ganz begeistert von den Pommes. Ja. Und Kai, ich würde sagen, wir stoßen jetzt mal einmal an. Genau, mach das. Genau. Ja. Hast du jetzt gar nichts zu trinken? Nee, ich bin aber schon gut versorgt. Ich hab schön du hast es schon. Okay. Gut, dann Kai, würde ich sagen, auf das Sommerfest dieses Jahr. Auf das Sommerfest, auf eine hoffentlich gelungene Sendung. Auf unsere Zuschauer und das TV-Rupp-Team. Genau. Ja, auf alle hinter der Kamera auch mal. Da sind ja ganz, ganz viele, die ihr nicht seht. Ne? Genau. Ja, das sind jede Menge. Also, wir haben es heute schon gesagt, 20 Leute sind mindestens beteiligt gewesen heute. Ja, mich haben ja auch viele auf meiner Tour unterwegs begleitet und es war also richtig spannend. Also, wir hatten auch viel Spaß. Habt viel verpasst, ihr müsst gleich noch runter. Ja. Es geht ja noch ein bisschen länger, glaube ich. Ne? Ja. Ich glaube. Ja. Ja. Als nächstes steht dann auch gleich erstmal das Feuerwerk an, was wir auch noch zeigen werden. Ja, und wie sein. Um 23 Uhr. Bis dahin sollten wir noch mehr essen. Bis dahin werden wir. Bevor irgendjemand das Essen wegnimmt und uns anders filmt. Und bevor es kalt wird, ist richtig windig heute. Also das Essen ist echt wie in den letzten Jahren wieder super. Ja. Wer jetzt alle Hunger bekommt, kann sich das auch alles selber unter der Uni holen. Genau. Auf dem Hauptplatz vorm Audimax. Genau. Ja.
Also, wie lange hat das denn gedauert, um was zu essen zu bekommen? Es ist natürlich jetzt richtig, richtig voll zur Zeit. Also da muss man schon ein paar Minuten mitbringen. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn ich euch beide mal anschaue. Ja. Ja, man muss natürlich auch sagen, die Stimme lässt jetzt langsam auch nach, wenn man den ganzen Tag auf dem Fest sah. Also, willst du einen Schluck haben? Ja. Doch, das hat sich gewohnt, so lange dafür zu warten. Ja, das auf jeden Fall. Sagen, ne? Ja, dann freue ich mich schon, dass ihr euch Gefallen getan habt. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir essen jetzt auch in Ruhe zu Ende, oder? Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und in der Zeit zeigen wir... Zeigen wir noch was. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen. Ich weiß es nicht, ich muss mich überraschen. Ich lasse mich manchmal auch überraschen. Ja, gut. Also, wir können uns auch noch gerne beim Essen zugucken. Ja. Man muss auch dazu sagen, durch diese Scheinwerfer jetzt im Studio sieht man nichts mehr außer eine schwarze Wand. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben Essen und Bier. Und wir kriegen gerade auch Regieanweisungen, aber keiner kann sie sehen. Wir sind uns nicht so sicher. Wir essen einfach weiter. Erfreut euch daran, an diesem wunderbaren Anblick, wie wir sitzen und Pommes essen. Oder Currywurst. Und so kann man auch alles machen. Ja. Das sollten wir vielleicht öfter mal einführen. Wir könnten auch mal zeigen, wie unser Studio aussieht. Das können wir definitiv auch machen. Wie sieht das aus? Die Regie muss irgendwas machen. Die Regie macht. Ich esse einfach mal weiter, bis die Regie was macht. Was meinst du, Kai? Ich gehe einfach mal los und frage die Regie persönlich. Frag mal, frag mal die Regie, ich esse noch ein bisschen. Ja, Regie, was soll sie denn jetzt machen? Eine Studioführung. Die Regie hat gesagt, dass sie jetzt für die Studioführung bereit ist. Gut, das heißt, dann bitte. Ich soll das machen? Mach das mal. Mal los, genau. Gut, dann, wo ist meine Kamera? Die Lisa hat die Kamera. Da bin ich drauf, seht ihr mich alle? Dann führe ich euch jetzt durch unser Studio. Kommt mal einfach mit mir mit. Maike habt ihr ja jetzt schon kennengelernt. Wir sind noch am Essen. Und ich würde gerne sagen, wir gehen mal zu unserem Mann, der für den Ton zuständig ist. Ja, da muss so ein bisschen an der Kamera gestaubt werden. Und wir gucken uns zuallererst mal was an, der an der Kamera rumgeschraubt hat. Das ist der... Die Blende muss auch noch heller. Stojan, sag mir doch einfach mal, was deine Aufgaben hier heute waren. Ich mache alles und nichts. Das ist alles, was ich mache. Und man muss schon sagen, es ist eine super große Herausforderung in unserem Team. Eigentlich darf ich gar nichts machen, aber ich versuche unseren Studenten zu helfen, wenn ich kann. Und ja, das ist einfach mal das Wichtigste. Sonst, was kann man sagen, ist alles sehr improvisiert. Wir machen zum ersten Mal so eine Live-Sendung und mal schauen, hoffentlich gefällt es euch auch. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter und jetzt gibt's was. Auf die Ohren, wir gehen zu unserem Tonmann nämlich, dem Bernd. Bernd am Ton. Bernd, willst du irgendwas sagen? Ich höre lieber nur zu, wenn ich ehrlich bin. Okay, der Tonmann hört lieber zu, anstatt selber zu reden. Dafür bin ich ja auch da. Wir kommen jetzt zu, ich sag mal, unseren drei Musketieren. Die drei wichtigsten Personen hier. Das sind der Kai, der Joschka und die Lisa. Und... Tja, ich gebe euch mal das Mikrofon rüber und ihr könnt mal sagen, was eure Aufgaben sind. Hallo, ich mache heute die Bildregie. Ja, ich bin für die Regie zuständig. Ja, und ich bin die Aufnahmeleitung. Und die gute Seele am Set. Das macht und tut. Das stimmt, das ist ein. Wie ist es denn abgelaufen? Hattet ihr heute irgendwelche Probleme oder lief alles reibungslos? Was könnt ihr dazu sagen? Also wie man ja vielleicht am Anfang gemerkt hat, hatten wir einige Probleme am Anfang. Es sind zwei Kameras komplett ausgefallen und da mussten wir ein bisschen improvisieren. Ja, Technikprobleme gab es natürlich, aber ansonsten muss ich sagen, wurde es natürlich auch gut von den Moderatoren gerettet. Also das ist schon sehr schön gemacht worden, muss ich sagen. Willst du auch noch was sagen? Ich bin jetzt gut gewillt, dass es gut weitergeht. Okay, da können wir also festhalten,
trotz kleinerer Mängel alles super gelaufen oder so. Oder zumindest sind wir zufrieden. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Zur Kamera gehen wir mal. Zur zweiten Kamerafrau. Wenn denn das Kabel reicht. So, unser Kamerakind. Komm mal ein bisschen näher, weil das Mikro nicht reicht. Was waren denn deine Aufgaben heute hier? Ich war verantwortlich für Studiokamera A. Also für die Nahaufnahmen und die Totale auf die Bühne. Okay, und hat es dir gefallen? Ja, also ein bisschen kalt, aber es war sehr, sehr spannend. Ja, hinter den Scheinwerfern ist es natürlich ein bisschen kälter als vor den Scheinwerfern. Da hatten wir als Moderatoren etwas Glück, dass wir vorne saßen. Und jetzt drehen wir uns nochmal um und zeigen den Martin dort hinten mit der Kamera. Der macht ein exklusives Making-of von dieser Sendung. Das heißt, ungefähr in ein, zwei Wochen könnt ihr die Live-Sendung nochmal in voller Länge sehen und direkt im Anschluss, wenn ihr genauer wissen wollt, wie wir hier gearbeitet haben, dann könnt ihr auch das Making-of von Martin angucken und ich wette, das wird auch wieder ein ganz legendäres Filmprojektbeitrag von ihm. Musik. Ich höre gerade Musik. Guck mal, das sehe ich und höre ich die ganze Zeit von der Lisa. Mach nochmal, Lisa. So. Die Lisa sagt, wir müssen jetzt Musik zeigen und deswegen schalten wir jetzt wieder um. Es spielen immer noch Club de Beluga und ich wünsche euch viel Spaß bei der Musik.
Vorbereitet wird. Das haben wir uns angesehen. Wir haben da von unserem Reporter hingeschickt auf das Gebäude NA. Und was da herumgekommen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Hi Leute, wir stehen gerade bei den Pyrotechnikern hier oben auf dem Dach und haben uns für euch umgeschaut, wie es genau hier abläuft. Ja, hi erstmal. Wie wir schon sehen, habt ihr eine Menge Sachen mitgebracht. Was mich schon immer interessiert hat, wie wird man Pyrotechniker? Wie wird man Pyrotechniker? Wenn es nicht so passiert wie in meinem Fall, dass man quasi in die Sache reingeboren wird, indem der Vater einfach Eigentümer einer Feuerwerksfirma ist, dann ist es so, dass man sich zum einen erstmal für Pyrotechnik interessieren muss. Das ist das Erste. Und dann ist es so, dass man in der Regel bei einem Feuerwerksunternehmen anfängt zu arbeiten und dann da seine Erfahrungen sammelt und dann im Nachgang einen Lehrgang besuchen kann, indem man dann quasi eine staatliche Prüfung ablegt und dann Feuerwerker ist bzw. Abbrenner. Ja, das heißt, man wird nicht ausgebildet, sondern eher weitergebildet. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind für heute ergriffen worden? Sicherheitsmaßnahmen sind zum einen die Absperrungen, die wir quasi haben nachher zum Feuerwerk. Und es ist so, dass ein Feuerwerk nicht einfach abgebrannt werden darf. Dass ich sage, ja, der Tietze, der fährt jetzt einfach mal hier hin, ja, der Team baut ein Feuerwerk auf und dann machen die heute mal ein schönes Feuerwerk. Sondern es ist so, dass ja der Abbrennplatz explizit ausgewählt wird nach rechtlichen Vorgaben. Um wie viel Sprengstoff handelt es sich heute? Sprengstoff ist zum einen erstmal der falsche Ausdruck. Also es ist kein Sprengstoff im üblichen Sinne, sondern wir arbeiten mit Pyrotechnik oder pyrotechnischen Sätzen. Sprengstoff ist ja zur Detonation gedacht, um Häuser abzureißen, wollen wir halt nicht machen. Ja, wir wollen Feuerwerk hier schießen. Und ich rechne mit einer Netto-Explosivstoffmasse, so nennen wir das halt, von rund 100 Kilo. Und die wird reichen, um halt heute Abend das Feuerwerk zu gestalten. Braucht man lange für den Aufbau? Jetzt haben wir hier etwas über 300 Bomben, 450 sind es, plus ein paar Batteriefeuerwerksartikel, die auch noch bezündert werden möchten und dementsprechend natürlich auch vor eventuell kommendem Regen geschützt werden müssen. Und da ist es so, dass wir jetzt, denke ich, noch gut 5 Stunden am Feuerwerk arbeiten, wirklich an sich. Und welche Sorten Feuerwerk habt ihr mitgebracht und wie viel davon? Also wir haben zum einen, wie ich gerade schon sagte, wir haben Kugelbomben mitgebracht, Kugel- und Zylinderbomben. Das sind so im Volksmund eigentlich die Raketen. Also viele sagen immer, ja, das sind die Raketen, wie viele Raketen schießt ihr denn hoch? Ja? Und es ist so, dass wir aber Feuerwerksbomben verwenden. Das sind quasi Pappkugeln oder zylindrische Pappkörper, die mit dem Feuerwerkseffekt gefüllt sind. Und diese werden dann in Rohre, in sogenannte Mörser verladen und die werden dann hochgeschossen und zeigen dann den Feuerwerkseffekt. Davon haben wir ungefähr 450. Und dann haben wir noch Batteriefeuerwerk. Das sind quasi die gleichen Batterien, die es auch zu Silvester gibt. So diese Batteriefeuerwerk mit verschiedenen mehreren Röhrchen hintereinander. Nur halt im XXL-Format für die Profis dementsprechend, damit wir dann natürlich auch die satten Effekte erzeugen können, die wir natürlich hier auch dem Publikum zeigen wollen. Wie lange wird das Feuerwerk heute dauern? Da muss ich theoretisch mal fragen. Matthias, ja? Wie lange dauert das Feuerwerk heute? Ja? Wie lange dauert denn das Feuerwerk? 12,5 Minuten. Also das Feuerwerk wird heute Abend 12,5 Minuten dauern, ist mit Musik untermalt und wir hoffen natürlich, dass es gefällt. Ritter, ich gebe dir einen Tipp, okay? Ich sag mal, ole, 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 ole. Alles klar. Hast du denn auch schon erfahren, wer gewonnen hat? Ich habe erfahren, wer gewonnen hat bei dem Fußballspiel. Erst nach dem Spiel stand 2-2 und es endete nach dem Elfmeterschießen 8-7 für die Professoren. Ganz knapp. Und die besten Highlights vom Spiel, würde ich sagen, schauen wir uns das einfach nochmal an. Ole.
Etwas abgelegen vom eigentlichen Treiben der Massen, auf dem Fußballfeld hinter dem GB-Frauenparkplatz, trafen auch in diesem Jahr während des Sommerfestes Professoren und die Angestellten der RUB-Verwaltung aufeinander. Das ganze Jahr über trainieren beide Teams regelmäßig mit viel Spaß, Schweiß und ein paar Schürfwunden. Wir haben die Teams vorher schon mal bei den Probespielen und im Training besucht und nach Fitness und Taktik der Teams gefragt. Was tut ihr dafür, um zu gewinnen? Wir aus einer starken Defensive heraus versuchen wir ein paar Konter zu fahren und hoffen dann unser Glück in den paar Kontern zu finden. Kamt ihr eigentlich auf diese Idee, dieses Turnier zu starten? Wir spielen schon seit Jahrhunderten Professorenfußball. Das ist eine ganz alte Tradition innerhalb der Universität und ist eine tolle Geschichte, dass sich Professoren aus allen Fakultäten finden. Also Geisteswissenschaft, Naturwissenschaften spielen zusammen und das ist schon eine tolle Geschichte. Abends beim Bier lernt man die anderen Kulturen kennen und es macht einfach auch Spaß, Fußball zu spielen. Oh, Taktik eigentlich wie immer. Flach spielen, hoch gewinnen, das wäre immer das Schönste, so ein alter Fußballerspruch. Noch nicht alle haben es mitbekommen, aber bereits seit fast 40 Jahren ist der Professorenfußball eine Tradition der Ruhr-Uni Bochum. Nach einigen außeruniversitären Gegnern der Professoren, wie zum Beispiel Teams des Landtags und verschiedenen Geldinstituten, tritt das Team der RUB-Verwaltung dieses Jahr zum 7. Mal gegen die Profs an. Seitdem der damalige Rektor Gerhard Möller 2006 seinen neuen Rektoratspokal gesponsert hat, wird es einmal im Jahr ernst zwischen den Professoren und der Verwaltung. Selbstverständlich kämpft jeder Mitspieler für sein Team mit vollem Körpereinsatz. Im Gegensatz zu den damaligen Gegnern der Profs, die oftmals unterlegen waren, macht es ihnen die Verwaltung nicht so leicht. In den letzten Jahren gab es bisher nur einen Sieg durch Unentschieden. Ja, zu dem Spiel, wo wir die Professoren halt als Sieger den Platz haben verlassen sehen, lag halt daran, dass es insgesamt ein sehr hochklassiges Spiel war von beiden Mannschaften. Es beschenkte sich keine Mannschaft etwas und von daher gab es dann also einige Verletzungsausfälle auf Seiten der Verwaltungsmannschaft und die Professoren wurden also von Mal zu Mal immer stärker. Wir selber haben uns also wie gesagt durch die Verletzungen reichlich dezimiert und waren am Ende stehen K.O. Es war so gewesen, dass ich selber wohl noch den Elfmeter zum 4-4 in der regulären Spielzeit geschossen habe. Dann kam es halt, wie es kommen sollte, Verlängerung eigentlich. Aber da wir nicht mehr in der Lage waren, irgendwo nochmal die Füße voreinander zu setzen, haben wir uns dann erklärt, dass die Professoren, da sie ja wohl fitter waren als wir in dem Moment, dann auch als Sieger den Platz verlassen sollten. Heiß war es heute nicht und ob das Wetter überhaupt Einfluss auf den Sieg einer der beiden Mannschaften hat, ist grundsätzlich schwer zu beantworten. Aber nicht so schwierig für die Fachmänner und Frauen am Spielfeldrand. Auch wenn es sich auf dem Platz nicht so anhört, als würde es nur um den Spaß am Spiel gehen, sondern auch um die Fußballerehre, ist die Grundstimmung offen, freundschaftlich, kulturell durchgemischt und vor allem fair. Das Endergebnis nach regulärer Spielzeit war dann 2:2 und die Zuschauer haben einige schöne Tore zu sehen bekommen. Doch dann kam es noch zum Elfmeterschießen. Wie war das Spiel? Wie würden Sie es beurteilen? Als faires Fußballspiel unter Angestellten gegen die Professoren, sagen wir mal Angestellten gegen die Chefs. Sehr fair. Hat da irgendeine Mannschaft dominiert oder war das in recht? In der ersten Halbzeit würde ich sagen die Angestellten und in der zweiten Halbzeit würde ich sagen die Professoren. Spiegelt sich auch im Ergebnis wieder. Angestellten haben 2-0 geführt in der Halbzeit und 2-2 dann nachher nach regulärer Spielzeit. Wir haben da ein paar Fouls gesehen, die auch nicht so. Also die gehören zum Fußball eben halt mit dazu. Und ich würde ganz einfach sagen, ganz normales Fußballspiel. Es geht schlimmer.
Obwohl nur eine Mannschaft gewinnen kann, war es für beide Mannschaften ein gelungenes Spiel und eine gute Grundlage, um nach dem Frischmachen mit einem Bierchen anzustoßen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Zeit bis zum großen Feuerwerk abzuwarten. Auch wenn die Verwaltung heute ohne den Rektoratspokal nach Hause gehen muss, lassen sie sich nicht unterkriegen und freuen sich schon auf das Derby in 2013. Auf den Lorbeeren ausruhen werden sich die Professoren aber nicht. Denn auch sie wissen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, da sind wir schon wieder. Genau, und wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ja. Und das heißt für uns, wir sagen Tschüss erstmal an alle Zuschauer. Und Kai, ich glaube, wir müssen uns auch mal bei allen bedanken. Richtig. Bei den Zuschauern zuerst, bei den Gästen, die bei uns im Studio waren, mit uns Interview geführt haben. Bei allen Beteiligten hinter der Kamera, die auf dem Campus rumlaufen, die uns Essen gebracht haben. Und Kai, bei dir möchte ich mich auch bedanken für die Moderation. Rita, ich möchte mich bei dir auch bedanken. Natürlich auch bei der Lern- und Lehrredaktion selbst, genau, dass wir überhaupt die Möglichkeiten hatten, ganz richtig, diese Sendung zu machen. Und ganz speziell auch beim Multi-Support-Zentrum von der Ruhr-Uni, genau, die uns bei der Technik hier unterstützt haben, ohne die wir das hätten gar nicht auf die Beine stellen können. So, und als, genau, Abschluss unserer Sendung warten wir jetzt nur noch aufs Feuerwerk. Man kann die Anspannung hier auf dem Campus schon spüren, dass es gleich losgeht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mir noch wichtig ist, der Martin ist den ganzen Tag rumgelaufen, hat am Making-of davon gefilmt, was wir hier die ganze Zeit gemacht haben. Das wird demnächst auch zu sehen sein und Sendung wird, glaube ich, auch ausgestrahlt, Kai. Genau, die Aufzeichnung von unserer Sendung, die könnt ihr in 2 Wochen sehen auf NRVision oder auch bei uns auf der Homepage auf tv.rupp.de. Genau, und vielleicht kann man dann unseren peinlichen Tanz rausschneiden oder sowas. Ja, ich glaube, nee, da wird in der Regie schon mit dem Kopf geschüttelt. Den wollen sie drin lassen. Blöd. Ja. Wir hätten uns was anderes einfallen lassen. Sagen wir einfach, wir waren jung und brauchten das Geld. Ja, wenn wir dafür Geld kriegen würden, Kai. Ach so. Wenn wir dafür Geld kriegen würden. Du stimmt, hast da was, ja, verpasst. Da habe ich was vergessen, ja. Du hast da was verpasst, ja, auf jeden Fall. Tja. Dann müssen wir sagen, wir waren jung. Wir waren jung. Mehr fällt uns dazu nicht ein. Ja, wir haben uns bei allen bedankt. Wir warten auf das Feuerwerk. Kai, erzähl einen Schwank aus deiner Jugend. Schwank mal eine Runde. Was soll ich denn jetzt hier schwanken? Weiß ich nicht. Spontan, lass uns doch mal mit dem Bier anstoßen. Ey. Ja, lass uns einmal anstoßen. Wir stoßen noch mal an und sagen noch mal Hallo an alle von der Redaktion. Ruhe! So. Es ist fast soweit. Spontan, sag ein Gedicht auf, Kai. Ich soll ein Gedicht aufsagen? Sag ein Gedicht auf. Dann sage ich ein Regengedicht auf. Dann sag ein Regen, ja, passt. Passt zum Wetter heute Anfang. Es ist Winde blasen, Wolken rasen, Regen, Regen auf den Wegen, steht das Wasser, die ganze Welt wird immer nasser. Richtig. Das ist ja wunderbar. Ja. Großartig. Zum Glück ist es nicht so nass geworden heute. Nee, und wir haben ja sowieso nichts davon abgekriegt. Wir haben nichts abbekommen, genau. Einfach mal ganz ab. Ja, im Moment sieht der Himmel auch gut aus. Alle, ja, warten ganz gespannt. Und gut ist ja auch, dass jetzt nicht regnet, ja, weil sonst das Feuerwerk ein bisschen nass werden würde. Genau. Was natürlich schade ist. Ja, dann warten wir jetzt noch eine Runde, trinken erstmal noch ein Schlückchen Bier. Ja, ups, aber langsam können wir nicht mehr trösten, dass wir noch ein Schlückchen trinken, bis, ja, dann weitergeht, weil du hast zu schnell getrunken, Kai. Leer, du, ja, hast einfach zu schnell getrunken. Ich würde sagen, wir sagen Tschüss. Genau. Bis zu unserer nächsten Sendung nächsten Monat. Tschüss.